Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Ja, es geht weiter mit der Missionsjagd und dem Florilegiumsgrams. Besser gesagt, heute wird er beendet, weil wir nur noch diesen einen Durchgang jetzt zu tun haben. Und genau den werden wir jetzt anstreben. So, Zeit für die erste Mission wieder gegen den Grangage. Ihr wisst ja mittlerweile, mein bester Freund, mein bester Homie sozusagen schon. Ach ja, ich werde es nie vergessen, wie Grangage auf der Hochzeitsfeier meiner Cousine getanzt hat und den Schuppentanz vorgeführt hat. Ich werde es niemals vergessen. Es war ein wunderbarer Tanz. Gut, es sind 30 Leute dabei gestorben, aber immerhin. Es war ein schöner Tanz. Hallo Grangage, na? Wundert mich, dass du wieder auf freien Fuß bist. Hat man dich doch auf Kaution wieder rausgeholt, nachdem du 50 Menschen einfach aufgegessen hast, weil du gemeint hast, dass sie ja Schokolade waren. So, jetzt machen wir da kurz Blitzschlag. Das geht ja ganz schnell bei dem. Geh weg! So. Komm, das geht auch ein bisschen schneller mit der Raserei. Tob dich richtig aus, Lightning. Tob dich ruhig aus. Oh ja, das sieht doch gut aus. Das bewegt sich schon alles so in Richtung Schock. Ja, wunderbar. Endlich. So, und jetzt können wir schon auf Kerberos gehen. Und die kaputt machen. Okay. Das erste Missionsmonster wäre somit vernichtet. Wir gehen dieses Mal den Weg B2, C3, D4 und E6. Der letzte Weg, den wir noch beschreiten müssen. So, hier haben wir schon den nächsten. Unser nächstes Missionsziel, unser nächstes Opfer sozusagen. Auf den Weg an die Spitze. Es gibt übrigens noch ein anderes Monster, vor dem ich mich ziemlich fürchte. Ein anderes Missionsziel, vor dem ich mich fürchte. Vor dem fürchte ich mich genauso wie vor dem finalen letzten Boss. Vor dem stärksten Boss des Spiels. Vor dem fühle ich mich, vor dem habe ich auch schon ziemlich Angst. Also es sind ein paar Gegner noch da, vor denen ich ein bisschen Angst habe. Eins davon, wisst ihr, war das Leo-Küsschen. Und es gibt jetzt auch noch ein anderes Missionsziel, das allerdings nicht hier im Florilegiumsgraben ist. Sondern es ist, wenn ich mich nicht irre, sogar auf der Öffnungsstätte. Und ich habe ziemlich einen Schiss noch vor diesem Kampf. Weil ich bis jetzt immer noch nicht weiß, wie ich den angehen soll. Ich hoffe mal, dass ich das irgendwie hinkriegen werde. Und mir wäre es ganz recht, wenn ich da vollends modifizierte Waffen hätte, ganz ehrlich. Das wäre mir persönlich ganz recht. Aber gerade eben ist mir Schocker noch ganz recht. Weil, wow. Die Wahrscheinlichkeit ist da, dass ein Gegner sofort einen Schock versetzt wird. Und das ist geil. Und das habe ich bei zwei Charakteren von mir. Und das ist geil. Das ist ziemlich geil. Ganz ehrlich, insgesamt, das Löwenherz ist eine geile Waffe, wie ich finde. Gefällt mir gut, die Waffe. Schocker und Blitzschocker zusammen, geile Kombination. Sehr, sehr gute Waffe. So. Wo komme ich bei dir hin? Bei dir müsste ich, glaube ich, noch richtig sein. Jawohl.
Okidoki, der Lichterweg. Weiter geht es. Hier wartet schon das nächste Missionsziel auf uns. Da vorne steht es schon einsam und verlassen. Ein kleiner Jürgen. Mitten in dieser Gebirgskluft. Weil seine Eltern ihn ausgesetzt haben. Weil er zu hässlich ist für diese Welt. Deswegen hat ihn keine Schule der Welt angenommen. Da seine Hässlichkeit so schlimm ist, dass die anderen Schüler an Augenkrebs gestorben sind. Tragische Geschichte eines tragischen kleinen Mannes, der nicht mal mehr ein Mann ist, da er so hässlich ist, dass selbst sein Penis keine Lust mehr auf ihn hatte. Tragische Geschichte, tragisch. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal weiter. Gott, irgendwann klingelt bei mir jetzt echt noch die Tür und irgendwie ein paar Typen mit einer weißen Jacke stehen da. So. Was erwartet uns denn? Ein Rost... Was? Ein Rostpudding? Und du bist ein Klasse-A-Monster? Ein Rostpudding? Ein Rost... Leute, lasst euch das mal... Ein Rostpudding. Wieso ist das ein Klasse-A-Monster? Ein Rostpudding ist ein Niemand. Die Viecher sind sauschwach. Die können nichts. Die sind ganz schnell besiegt. Oder sind es jetzt 20 davon? Dann könnte ich schon verstehen, dass es Klasse A ist. Ja, wobei, dann wäre es trotzdem erst Klasse B. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Das ist ein Rostpudding, eine Gigatine und ich weiß gerade nicht, wie der andere heißt. Mixpudding, glaube ich, oder? Nein, Hybrinator. Und du bist ein... Ach, du bist gar keine Gigatine, du bist ein Fettmus. Du bist doch gar kein Rostpudding, du bist ein Metallpudding. Ein Rostpudding ist was anderes. Da stand Rostpuddings. Finde ich jetzt kacke. Es gibt ja auch einen Gegner, der Rostpudding heißt. Finde ich jetzt kacke. So, jetzt geben wir uns jetzt hier erstmal hier ein paar Buffs. Wer ist denn davon der Gefährliche? 216.000 anfällig für Element Feuer, wasserelementare Angriffe, bla bla bla. Na, ja, ein bisschen mehr. Naja. Gemacht, fertig bis passt schon irgendwie. Geben wir uns einfach nur das Wichtigste hier. So. Und dann fangen wir mal an. Keine Ahnung, mit was wir anfangen. Ene mene mu und raus bist du. Weg bist du noch lange, lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. 2. 1, 2. 2 ist eine dumme Zahl. Dann bleibt mir die Qual der Wahl. Du bist am Anfang schon rausgeflogen. Dann nehme ich dich. Hauptsache ich entscheide halt erstmal, wen ich jetzt bekämpfen muss. Ja, nehmen wir halt den Hyp. Alter, du bist schon halb tot. Was ist kaputt mit dir? Der Hybrinator ist ja schon halb tot. Was ist denn da los? Okay. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene meck und du bist weg. Okay, Fettmus. Dann muss jetzt das Fettmus dran glauben. Und bis jetzt ist der Kampf nicht gerade gefährlich, muss ich sagen. Und ich nehme ihn auch nicht wirklich ernst. Vielleicht merkt man, dass ich nehme ihn nicht wirklich ernst. Oh, Fettmus ist schon besiegt. Gut, bei dir brauche ich keinen Abzähl rein, weil es ist ja eh nur noch übrig. Aber komm, einfach damit es so aussieht, als ob ich dich ernst nehmen würde. Malträtierung. Ui, du hast richtig tolle Buffs gerade. Du hast gerade richtig tolle Debuffs. Da geht doch noch mehr. Na, da geht doch noch mehr. Aber es reicht trotzdem schon.
So, jetzt bist du vollgeklatscht mit Debuffs. Also können wir uns jetzt richtig schön an dir austoben. Du kannst nicht mal mehr was machen. Alter, das Viech tut mir halt gerade echt leid. Weißt du, das Viech kann gerade überhaupt nicht agieren. Es hat Gemach drauf, ist dadurch langsamer. Und es kann weder physisch noch magisch angreifen. Alter, das Viech hat mir echt gerade so ein bisschen leid getan. Ein Offiziersgurt. Du erhöhst, glaube ich, meine Abwehr, wenn ich mich nicht irre. Also nichts Schlechtes, aber auch nichts absolut Wichtiges. Ist für einen Verteidiger ganz praktisch, so ein Offiziersgurt. Wenn es irgendwie so ein Kampf ist, wo Verteidiger wirklich wichtig sind, dann könnte das da schon praktisch sein. Hallo! So, was erwartet mich denn als letztes? Nun, Baba. Ist das jetzt euer Ernst? Lumbaba. Okay. Wenn ihr meint, dann eben ein Humbaba. Etwas schwach, wie ich finde, aber ist okay. Ist okay, gut. Man hätte auch viel früher hier beim Florilegiumsgraben sein können. Hätte man sein können. Aber ein paar kernige Gegner, hat man schon gemerkt, waren hier schon dabei. Ein paar gefährliche. Bestes Beispiel eben das Neoküsschen und der Zinitra. Sind da beides ziemlich gefährliche Gegner. Hallo Humbaba. Na, wie geht's so? Gegen dich habe ich auch schon lange nicht mehr gekämpft, weil du einfach nicht mehr eine Existenzberechtigung hast. So schwach bist du. Du bist doch kein Gegner für mich. Da, ich nehme dich jetzt einfach mal ernst. Ich tue wenigstens so. Ich tue jetzt mal so, als ob ich dich ernst nehmen würde und buff mich einfach bis zum geht nicht mehr hoch. Da, als fühlt es sich wenigstens so, als ob irgendwas wert wäre. Und schau, ich übertreibe sogar noch und gib dir Debuffs. Was kannst du eigentlich alles haben? Ui! Du kannst ja jeden erdenklichen Scheiß haben. Das wird toll. Ich werde dich zum Krüppel machen. Ich mach dich mit den ganzen Debuffs zum Krüppel. Na, hast du jetzt endlich auch mal gemacht? Na, jetzt komm schon. Ah, da hat er endlich gemacht. Ich glaube, jetzt müsste ich auch endlich alles haben, was... Ja, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Ja. Ah, was, irgendwas hat er jetzt gerade gehabt, aber ich weiß nicht mehr was. Bringe ich dich gerade eigentlich nur durch die ganzen Debuffs und kann das sein? Ich bringe gerade irgendwie durch die ganzen Debuffs nur. Und es macht doch irgendwie gerade Spaß. Komm, er muss noch weiter verkrüppelt werden. Nur ein verkrüppelter Humbaba ist ein guter Humbaba. Hallo, kriegt jetzt endlich mal Gemach. Dankeschön. So, und jetzt noch Blitzschlag kurz. Wunderbar. Eine Rotlegierung, ja, ist okay. Eine neue Prüfung wartet drauf. Oh yeah. Tja, und wo ist jetzt die letzte Mission? Die wurde jetzt freigeschalten. Ich muss kurz schauen, wo sie ist.
Ah, hier steht nur, wie die Missionen heißen, aber nicht, wie das Gebiet heißt. Naja, ist ja egal. So, wir gehen jetzt mal hin und jetzt suchen wir einfach mal nach dem. Eine weiß ich doch, glaube ich, so noch. Eine war doch bei den ganzen Goblins da, oder? So, da komme ich jetzt zum Kreuzweg des Anfangs. Dann machen wir das jetzt anders. So. Und jetzt brauche ich kurz eine Karte da. Okay. Mal sehen. Da ist er nirgendwo dabei. Ah. Alles klar. Wo ist die Statue? Ganz einfach. Die Statue ist auf jedem der letzten vier Felder. Soll heißen, da müssen wir jetzt einfach nur kurz hin. Und da kämpfe ich mich jetzt auch kurz hin. Einen kleinen Moment. Bis gleich. Ich brauche Luft. So. Und hier bin ich bei der Statue des letzten... ja, Missionsziels. Wie gesagt, es ist egal, welche von den vier letzten Ebenen ihr habt. Auf jeder Ebene ist dieselbe Statue. Ich habe jetzt kurz meine Paradigmen ganz minimal noch aktualisiert. Alles gelassen, bis auf das oberste. Nämlich, dass es ein Verteidiger ist. Ist ganz praktisch, wenn man einen Verteidiger mal kurz dazwischen hat. Dass der mal kurz mit reinspringen kann. Weil der Gegner eine ziemlich starke Attacke drauf hat. Damit ich die dann wenigstens ein bisschen abfangen kann. Der Gegner nennt sich Spartacus und er kann ziemlich kernig sein. Und ja, nehmen wir diese Mission mal an. Das Gemeine an Spartacus ist, je länger der Kampf dauert, je mehr Schaden wir ihm zufügen, desto stärker wird er. Je mehr Schaden er erleidet, desto eher macht er Ernst, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, bei 50% Schaden macht er dann komplett ernst und flippt volle Kanne aus. So. Ich würde den Kampf ehrlich gesagt ganz gerne mit Vitalisator und Protektor beginnen. Habe ich nicht. Ich habe nur einen Protektor. Ja, es hilft wenigstens ein bisschen. Kann ich wenigstens damit anfangen. Oh, great, another one. Nothing like witnessing survival of the fittest firsthand. The Seath? A mindless foe of life itself. Okay, jetzt wird's ernst. Zuallererst Analyse. Schauen wir uns das doch mal an, was dieses Viech hat. Ja, er hat über 9 Millionen TP. Es ist übel. Und jetzt seht ihr etwas ganz Interessantes. Ich glaube, das haben wir bis jetzt noch gar nicht gesehen gehabt. Schockwert? Keine. Was bedeutet das? Ganz einfach, Spartacus ist nicht zu schocken. Es ist unmöglich. Auch bei 999 ist er nicht geschockt. Ist ein bisschen gemein. Wie ich finde, aber mei, er ist halt nicht zu schocken. So, jetzt erstmal ganz wichtig, dass wir uns hier mal ein paar Buffs holen. Und ihm ein paar Debuffs geben. Denn er ist anfällig auf D-Wahl, D-Protest und ich glaube sogar Gemark. Ja, D-Protest schon mal. D-Wahl auch gemacht. Ja, wunderbar. Also, Seth setzt es auf jeden Fall gerade ein.
Und er ist sogar anfällig dafür. Schön. Okay. So, jetzt ganz kurze Zwischenheilung. Und dann können wir schon anfangen, seinen Serienbalken zu bearbeiten. Denn es ist trotzdem natürlich extrem hilfreich, seinen Serienbalken auf 999 zu bringen. Was logisch ist. Weil wir damit noch ein bisschen mehr Schaden zufügen. Und das ist eben das A und O in diesem Kampf. Ein ekelhafter Gegner, wie ich finde. Ein richtig ekelhafter Gegner. Und wie gesagt, der Kampf wird erst noch richtig ekelhaft, weil Spartacus dann erst noch ernst macht. So. Ja, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Langsam aus sicher sollte ich vielleicht sicherheitsweise mal Lightning heilen. Nur zur Sicherheit. Ja, ganz kurze Heilrunde. So. Kurze Zwischenheilung nur. Keine Ahnung, ob er noch irgendwas haben kann. Nein, Mobit kann er nicht haben. Er könnte noch was haben, aber ich weiß gerade nicht, was es ist. Oh, Gemach ist weg. Das ist nicht gut. Gemach erneuern wir mal bitte. Na komm. Gemach, Gemach. Du willst doch Gemach, komm. Komm, du willst doch Gemach haben. Du willst es doch auch. Und da hat er's. So, kurz unsere Buffs auffrischen. Nicht zu lange, damit wir den Serienbalken nicht verlieren. Den Serienbonus. So, jetzt sorgen wir kurz dafür, dass er nicht so schnell wieder sinkt durch einen Brecher. Heilen uns kurz. Und gehen dann auf die Malträtierung, um D-Protest zu erneuern. Wunderbar. Ja, das sieht doch ganz ordentlich aus, was wir da machen. Würde ich jetzt mal meinen, das sieht ganz ordentlich aus. So. Ja, langsam aber sicher wächst auch sein Serienbalken. Raserei nicht doch besser. Raserei wirkt bei ihm nicht. Okay. Raserei wirkt bei ihm nicht. Seth verliert gerade sein Hass. Das finde ich nicht nett. Das erneuern wir mal kurz. Hass sollst du schon behalten, Seth. So. Kurze Zwischenheilung. Wunderbar. Und schon kann es weitergehen. Immer ein bisschen aufpassen, ein bisschen vorsichtig kämpfen bei dem. Weil wie gesagt, wenn er mal abgeht, dann geht er richtig ab. Außerdem hält der echt unglaublich viel aus, ey. Das ist brutal. So, was steht denn da jetzt mittlerweile? Was bekommen wir überhaupt? Ein Tapferkeitsamulett, habe ich das nicht schon? Und ja, dann führt mächtige physische Attacken aus, okay. Gewaltige Magie, senkt die Resistenz gegenüber physischen Angriffen. Okay, mehr steht da nicht. Gut. Also das Übliche. Das Übliche eben. So. Oh, Dämonenschwert. Jetzt geht's rund. Schnell auf grüner Trilith. Wir brauchen einen Verteidiger.
Damit der Verteidiger das Dämonenschwert abbekommt. Na, willst du es jetzt einsetzen? Ja. Jetzt kommt's. Jetzt kommt der Dämonenschweif und der kann schon ziemlich viel abziehen. Aber für einen Verteidiger natürlich gar kein Problem. So. Ganz dringend hier. So, währenddessen müssen wir natürlich dafür sorgen, dass sein Serienbalken nicht sinkt. Das ist natürlich ganz wichtig. So, wunderbar. Und jetzt können wir wieder unsere Buffs kurz erneuern. So, immer ein bisschen aufpassen. Dämonenschweif, grüner Trilith. Jawohl, er greift zum Entsessern. Warum hast du jetzt Lightning angegriffen? Keine Ahnung. Aber ich habe gerade gesehen, so viel zieht er gar nicht ab. Ich habe ihn gefährlich in Erinnerung. Ich habe ihn sehr viel gefährlicher in Erinnerung. Aber ich bin auch ziemlich stark, muss man sagen. Meine Charaktere sind auch ziemlich stark. Ja, ich merke gerade, dass der wieder ein paar Debuffs gebrauchen könnte. Tun ihm sicher mal ganz gut. Ja, dann heilen wir uns halt kurz. Da. Nicht wirklich gefährlich. Vielleicht bin ich doch schon zu stark einfach für den Spartanus. Ja, das Blöde ist halt jetzt, er killt halt jetzt dauernd auch meine Buffs. Das ist ein bisschen nervig. So. Er ist immerhin schon bei fast 600%. Das ist ja schon mal was. Er ist schon mal bei fast 600% und das finde ich ziemlich gut. So. Kurz die Debuffs erneuern. Einmal eben, dass die Debuffs erneuert sind. Einmal, damit der Serienbalken nicht so schnell sinkt. Denn dann sollte ich auch langsam mal heilen. Und auch meine eigenen Buffs mal auffrischen. So, ja, 5000, das ist schon einiges, so ist es ja nicht. So, huiuiui, der Serienbalken ist ja fast weg. Angreifen, angreifen, angreifen. Huiuiuiui. Das war jetzt aber knapp, jetzt wäre fast der Serienbalken abgefallen. Ich sollte mal wieder verlangsamen. Kannst du mal bitte damit aufhören, die ganze Zeit deine Debuffs wegzumachen? Das nervt. Kannst du mal bitte deine Debuffs behalten? Das wäre echt nett. So, friss Debuffs. Schön. Und es wird schön gemacht. Ja, wunderbar. So gefällt mir das. Ich merke gerade, Zess hat keinen Hass. Das gefällt mir nicht. Ich habe auch keinen Hass mehr. So, Spartacus hat noch ein bisschen davon. Okay. Blitzschlag und jetzt einfach schnell wieder angreifen, damit der Serienbalken nicht verfliegt. Wunderbar. Läuft doch alles ganz gut. Grüne Front wäre vielleicht ein interessantes Paradigma gewesen. Naja. Kann man jetzt nichts machen. So, Malträtierung kurz, damit er wieder ein paar Debuffs hat und der Serienbalken nicht so schnell sinkt.
So, und jetzt noch Gemach. Gemach ist mir, ziemlich wichtig. So, wunderbar. Dann noch eine kurze Heilung. So, und wir können weitermachen. Hey, Vanille, du hast keinen Hast mehr. Hey, ich habe selbst... Doch, ich habe noch Hast. Vanille hat keinen Hast mehr, das gefällt mir nicht. Oh, jetzt fängt er mit Infernalschwert an. Jetzt geht er ab. Infernalschwert ist noch stärker als das Dämonenschwert. Jetzt flippt er ein bisschen aus. Jetzt mag er sozusagen nicht mehr spielen. Jetzt mag er ernst machen. Jetzt machen wir mal zermetzeln. Ich will jetzt mal, dass er das bitte auf Sass macht. Ja, hat er viel gebracht, der Verteidiger. Hat ja viel gebracht. Ich müsste jetzt eigentlich auch durchgehend einen Verteidiger jetzt haben. Das wäre jetzt der Idealfall. Aber das ist einfach nicht vertretbar. Vielleicht sollte ich, hätte ich alle zum Verteidiger machen sollen. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Tresor heißt, glaube ich, das Paradigma, wenn ich mich nicht irre. So, greif schön Sass an. Ja, hat er wie immer viel gebracht, ne? So, schnell wieder hochheilen. Hier muss es halt jetzt echt immer schnell gehen. Vor allem auch, damit wir eben, wie gesagt, den Serienbalken nicht verlieren. Denn je höher der ist, desto mehr Schaden machen wir. Und das ist ja toll. So, kurz mal Sass heilen. So, Malträtierung. Und jetzt greift er an, also gehen wir auf Feuervogel, um uns gleich hochzuheilen. Okay. Ja, das... Es läuft, sage ich jetzt mal. Ja, wunderbar. Jetzt hätte ich gern wieder ein paar Buffs. Hast es mir da schon ziemlich wichtig. Und dann machen wir weiter mit Trisaster. So. Kurz hochheilen. Und dafür sorgen, dass der Balken nicht so schnell sinkt. Wunderbar. Und mit Trisaster weitermachen. Er bewegt sich langsam aber sicher auf die 999 zu, aber er ist auch fast tot. Muss man sagen, er ist auch fast tot. Aber trotzdem immer noch vorsichtig sein, immer noch vorsichtig sein. Wir haben gesehen, Gemetzel macht doch einiges an Schaden. So, zur Sicherheit jetzt kurz hochheilen. So, dass wir den Bonus nicht verlieren. Kurz hochheilen. Kurz nochmal angreifen. So, und ich möchte bitte Hast. Wunderbar. Und weiter geht's. Kurz weiter noch angreifen. Kommt schon, er ist gleich down. Wir haben ihn doch gleich. Wie viel hat er denn überhaupt noch? Immer noch 21.000, weißt. Und das ist halt so, weißt, es wird nicht mal mehr angezeigt. So, heieieiei, das war jetzt ein langer Kampf. 75.000, die ich nicht gebrauchen kann. Ein Genji-Armreif. Ja, lass ich durchgehen. Okay, Genji-Armreif, lass ich durchgehen. Fortune.
respect the circle of life, aren't you? Ja, und somit haben wir den Florilegium-Graben komplett beendet. Das Traurige ist, dass man nicht gegen Titan selber kämpfen muss. Finde ich ein bisschen schade. Ich hab mich da so drauf gefreut gehabt, aber ist halt jetzt so. Jetzt schauen wir mal, was haben wir denn mittlerweile alles so? Ja, sieht doch ganz gut aus, was wir hier gemacht haben. 20 und 20. Ja, bis 30 haben wir alles. Die habe ich... Adamantellus. Die habe ich vergessen. Kein Problem, ich bin hier noch. Ist ja kein Problem. Auf dem Rückweg komme ich ja eh an der Statue vorbei. Das passt dann schon. Dann können wir die nämlich machen. Ja, die interessieren mich eigentlich nicht, die Bewertungen. So, und dann haben wir da alles. Da auch. Hui. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel es gibt. Oh! Ich würde mal sagen, wir haben so gut wie alle Missionen. Es gibt insgesamt 64. Und wir haben 62 schon gesehen, 61 davon abgeschlossen. Das bedeutet, wenn wir jetzt die Mission machen mit dem Adamantellus, fehlt uns noch ein einziges Missionsziel. Und zwar das, vor dem ich Angst habe. Das müsste dann eigentlich die 63 sein. Ich schau mal. Nein. Dann habe ich da was übersehen. Ja, da, die 54, die habe ich übersehen. Und genau das ist das Monster, vor dem ich mich fürchte. Aber den machen wir natürlich auch noch. Dann würde ich mal sagen, wir kommen der Sache immer näher und immer näher. Und ja, im nächsten Part werden wir dann mal die nächsten Missionen annehmen und eventuell sogar schon die letzten machen, bevor wir uns dem finalen Gegner des Spiels stellen. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Final Fantasy 13 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.